So, es geht auch direkt weiter. Mal direkt für mich jetzt zumindest die zweite Folge Train Crusade. Und ich wollte auf alle Fälle mal noch die ganze Sache ausnutzen hier. Ich meine, 15 Minuten Lore-Event ist natürlich gerade perfekt. Und haben wir eigentlich schon Liebesding gemacht? Haben wir schon, perfekt. Und mit Amplis und Power-Ups und so weiter. Das ist natürlich jetzt gerade relativ angenehm so. Und ja, ich denke, das macht gerade schon Sinn, wenn wir es jetzt so weitermachen. Warp-Pensil, ich weiß nicht, ob man das ganze Zeug verkaufen kann. Ich meine, mit Vendor kann man sie einfach mal reinhauen und keine Ahnung. Pet-Feedbacks kann man auch aktivieren hier. Nicht, dass sie wirklich viel bringen würde. Also von der Spielzeit her, weil ich jetzt sowieso bloß noch 15 Minuten mache. Aber, keine Ahnung. Ich glaube, die Dinger kriegt man sowieso echt en masse. Also wirklich komplett en masse. Genau, ich überlege gerade zum Leveln dann, aber ich denke einfach mal hier ganz normal weitermachen, beziehungsweise Wüste dann gleich. Die sind, glaube ich, 89, nee, oder? Nee, sind höher, glaube ich. Was für ein Level haben wir die? Ja, niedriger, okay. 90er? Wäre eine Idee vielleicht. Na ja, gut. Müssen wir schon. Alter, waren es gerade 30k Crit? Erstmal verschlucken. Alter. Wenn sie wieder so schnell geht, dass man sogar das Statten vergisst, das ist halt krass. You received Level Up Gift. Wie man es bekommen. Fuck, ich habe nicht drauf geachtet, was das war. Nein. Shit, ey. Ich achte nie drauf irgendwie. Keine Ahnung warum, aber. Tja. Bisschen selbst schuld. Okay, Ringmaster brauche ich zum noch einen Level, dann haben wir jetzt zumindest gleich GT. Und Alter, dann glaube ich, geht's richtig ab. Warp von Boots, ja, also. Ich denke mir, damit sollte man auch ein bisschen Geld machen können. Ich weiß nicht genau, wie viel. Muss ich mal schauen. Ich glaube, 2, vielleicht sogar 3 Millionen pro Stück oder so. Kann man verlangen für solche Teile. Zumindest, wenn das jetzt mit den anderen Preisen so übereinstimmt. Muss ich mal schauen. Direkt wieder Weapon-Level ab. Alter. Ja, ich meine, 7% PvE-Schaden schon. Das ist schon ganz gut irgendwie. Und ich denke, ich werde das Ding auch wahrscheinlich so ein bisschen zockeln, bis wir halt dann mal ein LC-Jojo halt vielleicht kriegen und so. Aber ich meine, allein hier schon mal von den Drops her. Wenn man halt wirklich solche Master-Monster halt eben killt, kommt jetzt schon einiges bei rum gefühlt. Ja, also ich glaube, Jester könnte recht geil werden. Also gerade hier mal mit ordentlichem Equipment und so, glaube ich, ist das ganz cool. Wenn man schon mal ein paar Teile zusammengesucht, glaube ich, oder? Genau, das ist noch, das ist noch. Wir haben sogar schon ein komplettes Set, oder? Das Ding noch. Und, wo war das andere gerade? Das letzte Teil. Das Teil. Ja, genau, komplettes Set. Gut, müssen wir auf einmal noch sockeln. Ja, Wirkung müssen wir auch noch machen und so. Das ist klar. Restra-Teile überlege ich gerade. Wir müssen momentan 3 Restra-Teile. Sollte man vielleicht dann wechseln? Ich weiß nicht genau, was das für einen Effekt bringt. Kann man sich nur sehen vielleicht. Kill-Counter, was gibt es hier nochmal genau? Monster-Kills 1500. Ah, Player-Kills. Nein, warum? Monster-Kills, Monster-Kills. Es gibt Imperien für 150 Spielerkills. Das kannst du mal voll abusen, oder? Also ich meine, ich will das hier nicht irgendwie so, wisst ihr? Aber es klingt jetzt schon so ein bisschen abusable irgendwie. So, jetzt kommt's. Bam, 100% Attack Speed. 2 Stunden. Okay, leider kein Schaden sonst. Aber Alter. Der Unterschied ist immer einfach. Also das ist heftig. Kann sich der Ringmaster eigentlich auch selbst buffen? Ne, kann leider nicht. Schade. genau, ich werde nochmal nachschauen nach nicht Kill Counter. Wo ist das Ding? Warte mal, Awake Item? Achso. Ah,
Item-Klasse ändern. Model Change Autoshop. Wo ist denn das? Hier ist es, oder? Recordbook. Hey, gab es nicht wegen so einem Ingame-Weg hier oder bin ich gerade blind? Das gibt es doch gar nicht. Ach da, lol. Item. Nee. Item Wiki, da ist es. Okay. Jetzt habe ich vergessen, was ich schauen wollte. Genau. Den ganzen hier. Restasset. Das Ding bringt 40% Crit-Schaden. Alter, 100% mehr. Alter, wie krank das doch ist. Alter, die XP. Oh mein Gott. Dragon Rank XP mal 2. Ja gut, okay, das war's mit dem Low Raid. Ab jetzt ist es Mid Raid. Wie viel waren es gerade? 4% oder so? Oder waren es 3? 3% waren es. Heftig. Okay, 15 STR, 15% Attacks, Angriffskraft. 15 STR ist gleich 5% mehr Attack. 5% mehr Crit. 5% Crit-Schaden, ja, drauf geschissen, würde ich sagen, oder? Ich glaube, das macht das nicht so einen Unterschied. Oh, Amtis gab's auch noch. Oh, Buff Pad Slot Key Release Dinger da. hier haben wir sogar noch irgendein Beat von irgendwo. Keine Ahnung, woher das Shooter stammt. Wir haben es auf alle Fälle irgendwie. Ach nee, das wollte ich ja gar nicht aufmachen. Ups. Das ist auch blöd. Ringmaster auch Level Up. Alter, Ringmaster kann resetten. Ja, also ich würde mal sagen, jetzt starten langsam so die goldenen Zeiten, würde ich behaupten. Wo man jetzt wirklich mal, ja, hier Zeug droppen, Geld machen und vor allem mal vorankommen im Leveln hier. Das ist ja gerade mal das Wichtigste. Wir müssen jetzt unbedingt mal ein bisschen weiterziehen hier. Perfekt, Pets und so werden das auch eingesammelt. Okay. Ich überlege gerade direkt zum Drachen vielleicht gehen. Pet hat auch schon 63%. Wir können natürlich jetzt auch schon diverse Erweckungen ändern. Fällt mir gerade so auf. Warte mal, Penya World Buff? Ach da, 10% mehr Penya. Ja, schön. Diese Virus-Quest ist wahrscheinlich, die gibt es schon gar nicht mehr, oder? Remove Quest. Dragon Quest. Okay, Bau von irgendwas. 1000 Questies. Luxury Box von Nina. Oh. Das will ich eigentlich jetzt nicht so direkt. Defeat Monsters Below and get your reward. Crystal Demon. Was ist das für ein Zeug? Was haben die hier? 98. 92, Captain, nee, ein bisschen zu niedrig, was sind die? 95, oder? Lieutenant, irgendwas? 94, ja, das ist, glaube ich, in Ordnung. Ringmaster sollte, glaube ich, jetzt nicht attackt werden. Fick nehme ich jetzt. Nee, schaut nicht so aus. Was geben die XP? Yo, über 4%, 4,57% waren das gerade. Alter. Leckt mich am Arsch. Und ich meine, die anderen Monster geben es ja sogar noch mehr dann, diese. Wie hießen die Dinger? Die Cairns Mine da. Oh oh. Oh oh. Gar nicht mal so gut momentan. Ja, die machen Schaden. Und nicht zu wenig davon. 82%. Ja, scheiße. Ist egal, glaube ich. Wir leveln ja eh so schnell, dass wir mittlerweile wieder weg sind, dass die uns gleich keinen Schaden mehr machen. Das ist halt krass. Das ist halt echt krass. Jo, 250 Schaden. 52 ist ja schon. Ich glaube, wir können mittlerweile sogar schon mit Top 1 hätten. Jupp, easy, kein Problem. Also ich meine rein theoretisch, wenn wir das Event jetzt nutzen würden, komplett nutzen würden,
dann, ich weiß nicht, was wir jetzt hier wirklich an einen Fortschritt machen würden. Ich denke mal, also da würden einige Level, glaube ich, mal rumkommen. 90 wäre ganz easy drin, 95 vielleicht sogar. Oder wahrscheinlich sogar noch mehr. Naja, 95, oder? Ich meine, wir haben jetzt schon gut was gemacht, deswegen. Könnte auch mehr sein. Oh, oh. Huh. Weapon Level Up schon wieder. Alter Schwede, ey. So, einmal rüber. Zweimal rüber. Dreimal rüber. Ach nee, das ist männlich. Ah, das ist beides männlich. Paxtelm F kann man rüberhauen. So ein Mist. Naja, okay. Stick, wo ist der Stick? Habe ich gerade nicht den Stick rüber getrailt? Ich habe den falschen Stick rüber getrailt. Kannst du den anderen Müll mal rüberhauen? So, okay. Wir haben jetzt 895 Gearscore auf dem Ringmaster. Was, ja, nicht schlecht ist. 99 sind die 13 Level drüber. Gut, also der Damage ist nicht mehr so direkt vorhanden. Aber die, Alter, die XP. Jo, krass. Ja, ich glaube, wir müssten es echt einfach so weitermachen. Ein Stündchen Level wäre natürlich jetzt hier schon krass. Aber habe ich jetzt wieder nicht eingeplant, weil ich dachte mir so, ja gut, gehst mal online und so, schaust du generell meine Party da. Eine Party da ist. was ab und zu ein bisschen schwierig ist. Also Partys sind zwar meistens genug da, aber halt nicht jetzt hier im. Mit dem Platz frei zumindest. 87. Wir könnten übrigens auch schon die Quests abgeben. Ich meine, wir könnten halt so krass jetzt hier leveln. Das ist halt heftig. Ja, ich weiß auch nicht, ob das jetzt direkt Sinn macht, wenn man jetzt einfach halt die ganzen Level hier skippen oder mal halt irgendwie vielleicht irgendwas farmen sollten, irgendwelche Dungeons oder so. Wobei jetzt hier gar nicht so ready bin dafür wahrscheinlich. Vielleicht wahrscheinlich ein Ringmaster, der tankt oder so, oder ich weiß gar nicht, was man hier so farmt. Der mir auf alle Fälle einige Dungeons verändert, deswegen kein Plan. Ja, einfach mal Two-Hit hier weghauen. Ich meine, wir haben jetzt so viele Power-Ups nicht mehr an, deswegen. Wir könnten dann noch so viel mehr Schaden machen, wenn wir wollen würden. Aber ich glaube, es hängt halt momentan eher an der Ding. An Hitrate. Hätten wir jetzt hier 100% Hitrate, Alter, wir würden komplett eskalieren. Ich meine, Attack-Speed ist da, das ist kein Problem mehr. Die Hitrate ist halt ein bisschen blöd, ja. Das ist halt. Wenn jeder Hit treffen würde. Easy. Brauchen wir keine Food mehr leisten drin. Brauchen wir auch kein Food mehr einsammeln eigentlich. Ja. Also ich muss sagen, so macht Low Raid Spaß. In Anführungsstrichen Low Raid. Ist eigentlich fast schon Mid Raid. Ich weiß gar nicht genau, ob es eigentlich Dinge gibt. Irgendwelche besonderen Amplis. Also stackbare Amplis. Ich glaube, es gab welche. Ich glaube, so dreifach stackbar oder so. Aber ich bin mir nicht sicher. Level-Up-Gift erhalten. Was habe ich bekommen? S-Protect? Oder was war das gerade? Ich glaube, es war ein S-Protect, ja. Ja, und ich meine, Beats fehlen hat momentan auch noch, deswegen. Da können wir natürlich jetzt auch noch einiges an Schaden und so weiter raus. Und vor allem Hitrate können wir da rausholen, fällt mir gerade auf. Vielleicht sollten wir mal irgendwie so einen Buff-Pattern hier so kaufen. Dass wir hier ein Ding kriegen. Das wäre wahrscheinlich gar nicht mal so dumm. Okay, Ringmaß ist eh gleich hier 80. Dann können wir hier die KNC Mina gehen. Alter, Level 36 schon.
Das Krasse an PvE-Schaden ist halt, weil man den halt sonst nirgendwo hat. Das heißt, wenn es das 9% Attack, dann wird es halt sich mit den ganzen anderen Zeug stacken, mit der Suit, mit irgendwelchen Effekten, also mit irgendwelchen Set-Effekten und was weiß ich alles. Aber PvE-Schaden hat man halt sonst noch nirgendwo. Das heißt, 9% PvE-Schaden sind halt wirklich 9% Schaden mehr. Und das ist halt dann schon heftig. Also quasi 9% am Top halt. Ich weiß gar nicht, ob es eigentlich Gilden-Buffs gibt oder so. Ich glaube nicht, aber... wäre mal noch interessant auf alle Fälle. 39, 10% mehr Schaden, schön. Ich weiß nicht mehr genau, was das Maximum war. Ich glaube Level 100 oder so. Und später, glaube ich, geht es nur bis 300 oder irgendwie sowas in der Art. Yay, Level 40 erreicht. Nice. Es ist halt so krass einfach. Das Jojo levelt halt. Das levelt halt ohne Ende irgendwie. So, ab nach die Kainsmine. Okay. Ich bin jetzt gespannt. Ich bin jetzt richtig gespannt. Wir hätten es theoretisch auch noch schnell ausleihen können, ich weiß. Habe ich doch gerade irgendwie vergessen. Oder verdrängt zumindest, was er gesagt. Bis 95 sind wir hier, sagten die. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht bis hinter laufen oder so, weil sonst wäre es irgendwie auch verschenkte Zeit gefühlt. Also gut, die droppen natürlich mehr und so. Und was droppen die sonst noch? Wobei 7% Karten werden wahrscheinlich nur die Gigs droppen. Supermoons. Und ich weiß auch nicht genau, wer was droppt. Das ist halt momentan das Problem. Wir brauchen höhere Monster auf alle Fälle. Ah, das ist ein Gig, oder? Ah, scheiße. Oh Gott, kriegen wir das Gegner aktuell in Dungeon, oder? Oh oh. Oh oh. Ja, nicht direkt gut momentan. Vielleicht müssen wir mit Hauptboss arbeiten. Die Hitrate ist halt echt gerade ein Problem. Okay, also XP hat es gegeben irgendwie, so ein bisschen was zumindest. Ja, also ich glaube zum Leveln ist es nicht so geil. Ich weiß nicht, ob das schon einer dieser Gigs war, die sogar erste Sachen droppen können. Könnte sein, aber ich weiß es nicht. Ringmaster Akro deaktivieren. Okay, das ist deaktiviert, das heißt, Ringmaster zieht er weiter in Akro, weil es ein Dungeon ist. Okay. Nee, ich glaube, es lohnt nicht hier. Wobei die Spawns und Respawns natürlich geil sind. 87, Alter, bis jemand vorankommt. Lol, One-Hit? Ja gut, okay. Kann man machen. Ich weiß nicht, also die XP sind gefühlt jetzt nicht so krass bisher. Wir sind natürlich jetzt auch noch nicht bei dem Monster mal hinwollen und so, ich weiß, aber. Ich bin nicht so sicher. Also immer noch 87, oh, leck mich doch. Nee, ich glaube, es lohnt einfach nicht, diese ganze Wege und so und diese ganze Aufwand. Das hat keinen Sinn. Alter, wir laufen jetzt halt einfach ewig. Ich glaube, ich pause hier mal kurz die Aufnahme. Okay, also ganz sicher bin ich mir jetzt nicht, aber ich glaube, das Ganze ist jetzt nicht so direkt zum Leveln da so sinnvoll. Beziehungsweise wahrscheinlich, wenn man halt niedriger ist. Und bis 95 sind wahrscheinlich eher bloß die Bosse.
Höchstwahrscheinlich. XP. Ja, cool, die XP sind schon gut. Aber hier leveln ist halt 8. Das ist halt. Ich meine, sind 3 Monster und 5 Kicks oder so. Das macht ja keinen Sinn. Okay, ich würde mal sagen, wir belassen es mal dabei. Danke fürs Zuschauen und, achso, mal schnell Waffen verkaufen. Okay. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.